Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul. Ich war bei Rossmann, habe einiges entdeckt, habe wieder ein bisschen was für meine Freundin mitgenommen, ein bisschen was fürs Kind und ein bisschen was für den Hund. Und er wartet auch schon drauf. Ich habe in diesem Video eine Verlosung für euch. Da könnt ihr dieses Päckchen hier gewinnen. Da schreibe ich mir immer drauf, von welchem Video das ist, damit ich das zuordnen kann. Und dann schreibe ich mir immer noch den Gewinner drauf, damit jeder das Päckchen bekommt, was er auch gewonnen hat. Ich sage nicht, was drin ist. Es ist ein Mystery-Paket. Es ist aber immer gemischt, Kosmetik und Pflege. Und genau, ist immer gut sortiert alles, gut gemischt, dass ihr da ein bisschen was austesten könnt. Was ihr machen müsst, um mitzumachen, das steht wie immer in der Infobox. Und zuallererst möchte ich euch mein neues Set von Beauty Mates vorstellen. Das liebe ich aktuell total. Das habe ich euch letzten Monat schon gezeigt, aber weil ich das super gerne mag und das so ein bisschen in meine Abendroutine mit übergeflossen ist, möchte ich es euch gerne nochmal ans Herz legen. Und zwar ist das hier, das Retinol Youth Booster Set von Beauty Mates. Ich habe natürlich wie immer einen Rabattcode für euch. 30% könnt ihr sparen mit Rosa30. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken. Kommen wir jetzt erstmal zu den einzelnen Produkten und dann zeige ich euch, was ich bei Rossmann gekauft habe. Wer Beauty Mates noch nicht kennt, das ist ein deutsches Startup-Unternehmen aus Bayern, was personalisierte Wirkstoffkosmetik herstellt. Das heißt, das ist auf den Hauttypen angepasst und es ist auch wirklich nur drin, was die Haut wirklich braucht. Es ist frei von Parfüm, ohne Silikone, ohne PEG, ohne Mikroplastik, ohne PEG, also wirklich nur das Beste und ist somit auch für sensible Haut geeignet. Ich habe ja sensible Haut, weil ich Psoriasis habe und immer mal wieder auch Ausschlag und das greift meine Haut überhaupt nicht an, das reizt nicht, das brennt nicht, damit bin ich wirklich sehr zufrieden und aktuell verwende ich diese Creme hier in Kombination mit dem Booster, das ist die Hyaluron Cream Lift 24 Stunden Intensivpflege für trockene Haut. Ich kann es euch mal zeigen, die habe ich halt schon verwendet. Wie man sehen kann, ist schon eine Anwendung. Die zieht super schnell in die Haut ein, ist eine perfekte Make-up-Grundlage, habe ich auch des Öfteren schon probiert. Das verträgt sich immer sehr, sehr gut mit allen Foundations, BB-Creams und auch jetzt mit den neuen Produkten mit Sonnenschutz noch mit drin, finde ich super gut. Und dann habe ich hier den Retinol Booster, den verwende ich aber aktuell, wie gesagt, bei meiner Abendroutine. Der ist dreimal so hoch konzentriert wie ein normales Serum, also auch sehr ergiebig. Das hält wirklich super lange. Ich werde es auch gleich mal auspacken und euch zeigen. Und ich werde mal die Anwendung einblenden, wie ich das verwende. Und das benutze ich, wie gesagt, immer abends. Da mische ich 2 bis 3 Tropfen in meine Creme mit ein und verteile mir das dann auf dem Gesicht. Damit fahre ich aktuell sehr, sehr gut. Ihr könnt das auch solo verwenden. 2 bis 3 Mal abends würde ich das anwenden. Jetzt nicht jeden Tag, aber 2 bis 3 Mal abends und dann einfach so ein paar Tropfen in die Creme mit rein. Ihr könnt das auch solo verwenden, dann ist es natürlich ein bisschen höher dosiert. Ich persönlich mag das mit der Creme in die Creme mischen am liebsten und dann ist das Gesicht super schön geschmeidig bis morgens und ihr habt ein schönes Hautbild. So sieht das Ganze dann aus. Das ist eine Glasflasche, sehr hochwertig, umweltfreundlich auch und die ist auch nicht durchsichtig. Das heißt, es ist auch noch mal ein bisschen besser vor Sonnenlicht geschützt. Da ist verkapseltes Retinol mit drin. Das sorgt für eine optimale Verfügbarkeit und Verträglichkeit, unterstützt die Haut, sich von innen heraus zu erneuern durch den Retinol-Repair-Effekt. Und ist mit Pflanzenpeptiden, die verstärken diesen Retinoleffekt dann nochmal, ist für intensive Feuchtigkeit super gut geeignet, macht ein schönes, glattes, ebenmäßiges Hautbild, reicht für 120 Anwendungen. Ich kann es euch auf jeden Fall absolut empfehlen. Ich zeige euch das auch mal noch mit der Pipette. Hier nehme ich jetzt mal was auf, dann könnt ihr sehen, wie das Ganze aussieht. Ich hatte bisher wirklich noch keine Pipette, die nicht funktioniert hat. Klappt hier optimal, ist ja öfter mal so ein Thema, aber hier funktioniert es wirklich einwandfrei und auch bei längerer Anwendung. Ich habe noch einen Konfigurator, da könnt ihr mal gucken, wenn ihr euch unsicher seid, was zu euch passt oder welchen Booster genau ihr braucht. Es gibt nämlich super viele verschiedene, den werde ich euch auch verlinken. Und jetzt kommen wir zum Haul. Ich habe jetzt zuallererst mal fürs Kind mitgenommen Zahnpasta und zwar jede Menge. Ich habe einfach mal ins Regal gegriffen, Leute, und habe
sechsmal Zahnpasta mitgenommen. Und zwar die hier mit dem, ich glaube, es ist ein Biber. Mit dem Biber hier drauf. 6 Plus Zahncreme, Minzgeschmack, schützt vor Karies mit Fluorid. Also ja, sie hat sich bisher noch nicht beschwert. Und wir brauchen einfach total viel Zahncreme, weil irgendwie, ich weiß nicht, wer Kinder hat, kennt das bestimmt. Wer keine hat, der kann sich's nicht im Entferntesten vorstellen, wo man überall Zahnpasta findet. Leute, das ist unfassbar. Sogar hinterm Heizkörper findet man Zahnpasta, wenn man ein Kind hat. Unglaublich. Also das geht weg wie nix. Die Hälfte hängt im Waschbecken, die andere Hälfte im Gesicht. Und da muss man nochmal auf die Zahnbürste drauf machen. Also das geht weg wie nix. Deswegen habe ich da gleich zugeschlagen, weil ich komme ja nicht so oft zu Rossmann. Und ich finde die eigentlich sehr, sehr gut. Dann durfte natürlich auch noch was für den Hund mit hier, erwartet schon. Und zwar wieder die hier. Die liebt er ja über alles. Und zwar sind das so kleine, weiche, ja, die sind nur so groß. Und die mag er halt richtig, richtig gerne. Deswegen nehme ich die immer mit. Und die hier gibt es, glaube ich, auch, soweit ich weiß, nur bei Rossmann. Die mag er auch super gerne. Das sind diese Kaustangen hier von Winston. Die sind halt ganz schmal. Und ja, alles, was so ein bisschen drüber geht, da kriegt er schon die Krise, da ist er zu faul. Doggettis, Rind, getrocknetes Naturprodukt aus Rinderdarm. Gott, ja, wer es jetzt ganz genau wissen wollte. Stinkt auch wie Bolle, aber die mag er halt super gerne und deswegen durften die wieder mit. Genau. Dann habe ich einmal für mich mitgenommen und einmal für meine Freundin. Grünperlenburger von Enna Bio. Die sind richtig lecker. Fertigmischung für 5 Bratlinge oder ca. 12 Bällchen. Man kann auch so wie Falafelbällchen damit machen. Also so kleine Teile halt. Wir machen halt immer Grünkernburger damit. Die schmecken richtig, richtig gut. Mein Mann findet die auch super lecker. Ist eine ganz, ganz tolle Alternative. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Und die von Rossmann mögen wir tatsächlich am liebsten, weil die auch schön intensiv schmecken nach, ja, nach Kräutern so ein bisschen auch. Ich weiß nicht genau, nach Kräutern, was ist denn da drin? Grieß, Zwiebel, Meersalz, Petersilie, Schnittlauch. Die schmecken halt richtig gut. Meine Freundin hat gesagt, sie findet das bei sich nicht. Die sind auch ein bisschen, was heißt versteckt, im Prinzip nicht, aber es steht halt alles nebeneinander und es fällt halt nicht auf im Regal, weil irgendwie alles auch so ein bisschen gleich aussieht. Deswegen habe ich ihr da eins mitgenommen. Dann habe ich noch was zum Spielen mitgenommen für meine Nichte. Die hat nämlich bald Geburtstag und auch Taufe und da habe ich jetzt erstmal eins mitgenommen, weil es gab nicht so viel Auswahl, aber das fand ich total süß hier von Lego Duplo. Ich glaube, das ist ein roter Panda und da kann man irgendwie dann so spielen. Fand ich super niedlich. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Mega süß, da gucke ich mal, ich werde noch was anderes besorgen. Aber das fand ich so, so toll. Und wenn man noch irgendwie ein Last-Minute-Geschenk braucht, ist es halt auch praktisch. Weil bei Rossmann gibt es eben noch ein paar Spielsachen. Wenn ich die Kleine dabei habe im Rossmann, dann stelle ich die immer in der Spielzeugabteilung ab und sage, ja, guck mal, was dir so gefällt. Und dann kannst du das ja alles mal aufschreiben und dann, ja, ne, Osterhase und weiß der Geier. Kann dann alles sich mal beteiligen und da merkt sie sich dann immer schon vor, da ist sie beschäftigt, aber sie trägt auch gerne den Einkaufskorb und guckt halt auch gerne in den Regalen rum. Sie beschwert sich da überhaupt nicht. Also auch wenn ich da eine Stunde im Rossmann verbringe, kein Problem für sie. Dann habe ich für meinen Mann noch was mitgenommen. Duschgel. Er hat nämlich fast keins, aber er hat mir nicht Bescheid gesagt. Aber ich bin mal so ein bisschen stöbern gegangen, habe geguckt und da ist mir halt aufgefallen, dass er halt nichts mehr hat. Und deswegen habe ich mitgenommen. Aber wie wir ja schon mal festgestellt haben, riecht sowieso bei Isana alles gleich, auch wenn was anderes draufsteht. Deswegen ist es sowieso wurscht egal. Mit würzig frischem Duft steht da jetzt drauf. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Ja, riecht halt nach Männerduschgel. Und dann habe ich hier Duschgel Fresh mit belebend frischem Zitrusduft. Das dürfte doch jetzt mal anders riechen, oder?
Nee, ich weiß ich nicht. Irgendwie, entweder ist meine Nase kaputt oder einfach bei Isana riecht alles gleich. Egal. Ja, das hier. Dann gab es einen Aufsteller und den hatte ich euch auf Instagram gezeigt und habe euch gefragt, was denkt ihr denn, was ich mir mitgenommen habe? Aber keiner hat das hier getippt. Altera, Naturkosmetik, Gesichtswasser, Bio, Pink, Grapefruit. Ja, Grapefruit mag ich ja total, limitierte Edition, das war auch nicht ganz so günstig, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie musste das mit. Ich glaube, meine Nase ist defekt, muss mal zur Reparatur. Nein, riecht schon gut, riecht auf jeden Fall nach Grapefruit, aber jetzt nicht so mega intensiv. Hat mir mega gut gefallen. Und meine Freundin wollte auch was haben vom Aufsteller. Wartet, ich gucke mal. Und zwar das hier. Die Tuchmaske habe ich für sie mitgenommen. Hyaluron-Tuchmaske mit Duo-Hyaluronsäure Bio-Traubenkern. Ja, genau. Habe ich mir jetzt nicht mitgenommen, weil ich habe mir ich habe mir hier ein bisschen was gekauft und ich habe mir auch bei Action super viel gekauft. Ja. Ah, es wird einfach nicht weniger. Ja, also das hier für meine Freundin muss ich mal auf Seite machen. Dann gab es die Augenmasken, also diese Augenpads hier. Ich glaube, die waren ein bisschen reduziert. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Und das waren die letzten und die habe ich halt alle mitgenommen. Diese Melonenteile hier. Isana Summer Vibes Hydrogel-Augenpads sind aber, finde ich, so wie die aus dem Standardsortiment mit Melone. Aber ich glaube, die waren ein bisschen reduziert. Ja, habe ich 3, meine Freundin 2. Sortiere ich mal ein bisschen. So. Dann wollte meine Freundin noch gerne Ampullen haben. Und zwar die hier von Isana. Sprechen mich persönlich auch an, aber irgendwie mit Vitamin C. Da möchte ich mich mal so ein bisschen langsam rantrauen, weil ich ja mal ein Produkt nicht vertragen habe und irgendwie ist mir das immer noch im Gedächtnis geblieben, weil meine Haut danach so schlimm aussah. Und deswegen langsam. Genau. Aber so ein Konzentrat, das war mir jetzt ehrlich gesagt zu heftig. Aber meine Freundin wollte das gerne mal ausprobieren. Dann gibt es ja von Schäbens neue Augenmasken und da habe ich 3 Stück mitgenommen, aber ich habe auch bei DM noch eine entdeckt, die gab es bei Rossmann jetzt nicht, deswegen schaut man noch gerne in den DM-Haul mit rein und bei Rossmann gab es diese 3 hier. Einmal mussten die mit. Ich bin jetzt gar kein großer Fan, ehrlich gesagt, von den Schäbens Augenmasken hier, von den Augenpads, weil die super rutschig sind. Aber einmal wollte ich es halt trotzdem gerne ausprobieren. Die hier sind jetzt mit Alge. Ja, sehen auf jeden Fall schön aus, glitzern auch so ein bisschen. Wenn ihr wollt, können wir mal irgendwas davon in einem Video ausprobieren, deswegen schreibt es mir auf jeden Fall. Mach ich mal hier rüber, dann Glam and Shine, die sehen auch richtig mega aus. Längere Pads. Na schön, da können die jetzt ja noch länger runterrutschen. Die ja noch schwerer. Oh, okay. Schauen wir mal. Vegan sind die auf jeden Fall auch. Ich bin gespannt. Und die hier sehen ja auch super schön aus. Lifting-Effekt, Augengel-Pads, Anti-Falten. Das hier war jetzt Glow-Effekt und Hydrating. Okay. Und das hier ist jetzt Antifalteneffekt. Mit Trauben anscheinend. Sehen auch schön aus, ne? Die Optik hat es halt wieder rausgerissen. Und dann habe ich mir auch ein Kosmetikprodukt mitgenommen. Und zwar das hier von, wie heißt jetzt, Reval de Loop. So ein Baked Blusher. Aber das ist irgendwie eher ein Highlighter. Ich muss das mal aufmachen. Ja, schauen wir mal. Sieht schon krass aus, aber irgendwie, ich weiß nicht. Wollte den gerne haben. Ach, schön. Ich swatche schon mal. Oha! Ich hab tatsächlich heute gar keinen Highlighter drauf. Probiere ich mal aus. Ich nehme aber hiervon.
Ja, also wenn man halt direkt reingeht, ist natürlich viel, viel mehr, ist ja klar. Aber gefällt mir. Ist nur ein bisschen heftig. Den muss ich ein bisschen zügeln. Der ist aber so ein bisschen, wenn man den aufgetragen hat, dann wirkt das hier so ein bisschen rosa unten drunter. Aber der ist schön, der gefällt mir. Jetzt mal so aus der Ferne. Ja, je älter man halt wird, ne, umso mehr sieht man halt die Falten drunter. Aber gut, komm, ist wie es ist. Und trotzdem freue ich mich drüber. Ich finde den schön. Und dann gab es Prozente auf Garnier-Masken. Was ist denn das? Habe ich mir die gekauft? Scheinbar. Oder? Sag mal, spinne ich? Habe ich mir die gekauft? Hey, ich habe noch hier zwei andere Masken. Ich muss mal auf dem Kassenzettel dann nachher gucken. Die hier. Scheinbar habe ich mir die gekauft. Seht da mal. Wusste ich nicht mehr. Macht aber nichts. Ich habe auch ein paar zum Geburtstag bekommen. Das zeige ich euch auch noch. Ja, scheinbar habe ich mir die gekauft. Okay. Auf Masken gab es 20%. Vielleicht deswegen. Diese Aloe Vera Tuchmaske von Schäbens. Und die Hyaluron Tuchmaske von Schäbens. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die schon mal hatte, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte die Hydrogel. Bin mir nicht sicher. Gut, dass ich es da habe, kann ich es nochmal ausprobieren. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht mehr. Und wie gesagt, es gab nicht nur auf Garnier, ich glaube, es gab auf alle Masken 20%, meine ich. Aber meine Freundin hat gesagt, hier, nimm mal von Garnier bitte von jeder Maske eine mit. Und da hab ich das gemacht natürlich. Bin ja brav. Da gab es dann einmal diese Hydra-Bomb-Maske. Ich habe auch noch super viele von Garnier da. Muss ich mal machen, weil die nehmen, finde ich, relativ viel Platz weg. Dann diese Nachtmaske hier. Intensivfeuchtigkeitsspendend. Ja. Und es gibt eine neue, habe ich gesehen. Zwei neue. Augenpads und eine Tuchmaske mit so einer peachy-rosa Verpackung. Die würde ich auch gerne, aber habe noch nicht gesichtet. Dann die hier. Ich mag die persönlich jetzt irgendwie gar nicht so. Aber wenn sie das haben wollte, dann bekommt sie das. Dann Hautklar Active, Pure Active Tuchmaske. Dann die hier dürfte bekannt sein. Gibt es ja schon seit ein paar Jahren immer mal wieder in einer neuen Verpackung. Hydra Bomb Tuchmaske, die ist auch sehr gut. Dann die hier mag ich persönlich auch sehr gerne. Und zwar ist das die. Mit was ist das denn? Ich glaube, das war mit grünem Tee. Steht das gar nicht mehr drauf? Das steht anscheinend irgendwie gar nicht mehr drauf. Schade. Doch, hier steht es jetzt hinten, grüner Tee. Ja. Dann Vitamin C Tuchmaske. Glow Booster Maske mit, steht es hier hinten, Sakura Extrakt. Oh, das fände ich irgendwie schöner, wenn es vorne draufstehen würde. Oder ich sehe das jetzt nur nicht. Ah, doch, hier steht es, ganz klein. Hyaluron und Sakura. Oh, die sieht auch so schön aus. Traubenkernextrakt. Jetzt habe ich den Bogen aber raus. Und die hier habe ich auch noch ein paar Mal da. Und zwar ist die mit Kokosmilch. Die ist auch sehr, sehr gut, aber schon ziemlich reichhaltig. Also die ist eher sowas für Herbst, Winter, für mich persönlich, je nachdem. Ja, aber die ist auch sehr, sehr gut. Und dann gab es noch so eine neue limitierte Tuchmaske und tatsächlich bin ich zu Rossmann gefahren, weil ich diese neuen Augenpads haben wollte von Isana mit dieser besonderen Form. Aber natürlich gab es die bei uns wieder nicht und ich war extra im großen Rossmann. Schade Schokolade. Ja, aber die hier gab es und die sieht ja auch super schön aus und die habe ich einmal für mich und einmal für meine Freundin mitgenommen. Also ich finde die schon sehr schön. Die kann man auch super gut mal verschenken. Magnolie. Und die ist scheinbar auch bedruckt.
Und dann, das habe ich ja für meine Freundin letztens schon mitgenommen, so gefühlt jede Maske. Ein paar Stück waren noch da und die waren reduziert. Und dann dachte ich, komm, jetzt nimmst du die auch mit. Und da habe ich mir die beiden hier mitgenommen. Es gab nicht mehr viel. Und zwar Candy Floss You're the Boss. Ja, mit so Zuckerwatte. Mega schön. Und was ist das? Reinigende Tuchmaske Hop for Lollipop. Ich frage mich immer irgendwie, wie so eine Tuchmaske reinigen kann. Da bin ich irgendwie noch nicht so dahinter gekommen. Zink und Niacinamid und Strawberry. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Das war's jetzt mit dem Rossmann Haul. Mit den Neuheiten, die ich so entdeckt habe und Favoriten nachgekauft. Das war's auf jeden Fall. Denkt an den Rabattcode ROSA30 für Beautymates. Da könnt ihr 30% sparen. Es lohnt sich. Schaut euch auch auf jeden Fall gerne mal den Wake Up Booster an. Den mag ich persönlich auch super gerne. Und schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen, wenn ihr Beautymates schon mal ausprobiert habt. Das war's jetzt. Denkt auch noch an die Verlosung. Macht gerne mit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.